diesem Tutorial möchte ich Ihnen einige grundsätzliche Dinge erläutern, die bei LogicCED wichtig sind. Zum einen sehen Sie hier in diesem Bereich, dass Sie eine vorhandene CED-Datenbank öffnen können oder auch eine neue CED-Datenbank anlegen können. Hinter der Rubrik Extras finden Sie die Möglichkeit der sogenannten Hardlock-Information. Diese Information ist wichtig, wenn Sie mit der Vollversion von LogicCED arbeiten, oder Sie können sich auch in diesem Bereich die sogenannten Umgebungs- oder Environment Variables ansehen. Wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie das, was Sie bereits von Windows her kennen. Sie bekommen einen Überblick über alle lokal eingestellten Environment Variablen angezeigt. Und hier zum Beispiel sind die Environment Variablen HLS_IP_ADDR und HL_Search für den Netzwerkzugriff von LogicCED zu sehen, und die Funktionalität dieser Environment-Variablen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Tutorial besprechen. Ferner sehen Sie hier unseren Help-Eintrag. Sie können von hier aus sich die Info angucken, also wann LogicCED erzeugt worden ist, welcher Build und welche Version Sie vorliegen haben, und Sie können von hier aus auch auf die sogenannte Online-Hilfe zugreifen. Das heißt, es wird im Hintergrund eine entsprechende sprachabhängige Online-Hilfe gestartet, die mit einem entsprechenden Windows-Suchindex ausgestattet ist und die dann für Sie zur Verfügung steht, um sich einen Überblick über die einzelnen Funktionen von LogicCED zu verschaffen. Sie sehen, wir arbeiten hier in der englischen Variante. Das, was Sie tun können, ist, Sie können über die Properties von LogicCED können Sie hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Zunächst mal die Sprache, das heißt, wenn Sie hier hingehen und schalten auf Deutsch um und wenn Sie zum Beispiel hier diesen wichtigen Parameter Check Database Structure auf Yes stellen, dann wird die Konsistenz oder die Persistenz Ihrer Datenbank beim Laden der Datenbank überprüft, und das ist eine ausgesprochen hilfreiche Funktion, die dazu beiträgt, dass auch bei Änderungen der Datenbank immer der richtige Treiber für diese Datenbank geladen wird. Wenn Sie diese Einstellung zum Beispiel jetzt vorgenommen haben, dann können Sie hier die Taste OK betätigen und dann sehen Sie, dass die Änderung der Sprache erst mit einem Neustart verfügbar ist. Zu dem Zweck werden wir jetzt LogicCED beenden und die Bearbeitung, das heißt das Erstellen und das Öffnen von Datenbanken, werden wir in einem späteren Tutorial dann miteinander besprechen.